Sonnenklar TV live vor Ort. Ja, und auch jetzt am Freitagabend sind wir live vor Ort. Und zwar im wunderbaren Ruhrpott. Das ist ja meine Heimat. Und da steht ein Zirkuszelt vom Zirkus Probst. Und wenn Sie jetzt sagen, was macht Sonnenklar TV auch Reisen in Zirkuszelte? Nein, aber dort findet etwas Großes heute Abend statt. Und alle sind in sehr vorweihnachtlicher Stimmung. Und deshalb schalten wir jetzt rüber zu meinem lieben Kollegen Björn Kasper. Und der hat den Jan Kunert an seinem Seite. Und ihr beide seht zwar jetzt nicht so mega weihnachtlich aus, aber es gibt Weihnachtliches und Festliches zu berichten, oder Björn? Hohoho, ho, ho, lieber Marc, würde ich jetzt eigentlich sagen. Am 22.10. sprechen wir schon von Weihnachten, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer. Aber es ist ein ganz besonderer Tag und wir dürfen heute schon ein bisschen reinspicken, denn wir zeichnen die Sonnenklar-TV-Weihnachtsshow auf, die am 24.12. ab 18 Uhr auf Sonnenklar-TV läuft. Und alle sind schon ein bisschen in vorweihnachtlicher Stimmung. Und neben mir habe ich mir natürlich Mr. Schlager geholt. Vor ein paar Wochen noch in Elguna mit dir, lieber Marc. Danach auf dem Schiff. Und du kommst ja aus dem Feiern nicht mehr raus, lieber Jan, oder? Bin auch völlig zerstört mittlerweile, aber heute machen wir noch mal einen und morgen mache ich den Schlagerboom noch in Dortmund, dann reicht es erstmal. Dann mache ich wieder seriöses Fernsehen, dann bin ich nämlich wieder bei Sonnenklar TV. Und heute machst du eigentlich auch was Seriöses. Da habe ich gedacht, wo ich die Pressemitteilung gelesen habe, habe ich erstmal gelacht, weil da stand, die unendliche Geschichte wird erzählt. Und Michael Ende, der Autor, wurde inspiriert von einem kleinen, dicken Kind. Und deswegen haben sie dich genommen als Erzähler, lieber Jan? Ja genau, x-beiniger, ein kleiner, dicker, x-beiniger Junge. Und dann konnte es nur so sein, dass ich die Geschichte erzählen habe. Ich freue mich aber drauf. Die unendliche Geschichte, wir kennen es alle aus unseren Jugendtagen. Ja, für mich eine der beeindruckendsten Filme überhaupt. Und ich habe die angenehme Aufgabe, die ehrenvolle Aufgabe, eben diese Geschichte heute Abend hier im Zirkus Probst zu erzählen. Also über 1000 Leute kommen hier hin. Um 8 Uhr fängt es an mit der Aufzeichnung auch und ein ganz, ganz tolles Programm. Was erwartet die Zuschauer hier im Zelt und die Sonnenklar-TV-Zuschauer am 24.12.? Ein ganz, ganz bunten Mix. Zum einen natürlich aus der Geschichte, aber eben auch mit vielen Schlagerstars und Künstlern, die da sind. Bada Illich wird dabei sein, Timo wird dabei sein, Sabrina Berger wird dabei sein, Ben Luca wird dabei sein, Frank Neuenfels wird das Ganze moderieren und viele, viele weitere Künstler wie Heidi Jahns. Und das Ganze ist ein guter Mix einfach, die Geschichte wird erzählt und zwischendurch gibt es natürlich die Songs. Da sind auch immer sehr, sehr viele Emotionen dabei. Es ist, die 1979 wurde ja die Geschichte verfilmt. Ist es dein Lieblingsfilm sozusagen? Ja, E.T. war mein Lieblingsfilm und die unendliche Geschichte. Und 1979, ein Jahr bevor ich geboren bin, tatsächlich. Ne? Also das wird auf jeden Fall ein bunter Abend, ein bunter Mix. Und die Leute sind schon zahlreich. Hier ist gleich Einlass, da geht's los und dann freuen wir uns drauf. Und die Ersten kommen auch schon durch. Da sieht man, dass es dann live ist. Okay, sieht schon gut drauf. 3 Stunden geht die ganze Show. Auf wen freust du dich? Bata Illich natürlich. Ne? Ja, er war ja auch in der Holiday-Show schon zu Gast. Ein unfassbarer Künstler, muss man sagen. Aber ich freue mich eigentlich auf alle, weil alle, die da sind, kenne ich auch schon länger. Und die sind auch total aufgeregt. Die freuen sich einfach drauf. Und wir haben ja die unendliche Geschichte schon mal in Dortmund aufgeführt und da war es schon ein großer Erfolg. Und diesmal Nina in Bottrop war es auch schon mal. Ganz genau. Und jetzt setzen wir eben noch mal einen drauf. Wir müssen natürlich auch mal kurz über Georg Fischer und Wenger Media sprechen. Es ist so sein Traum, diese unendliche Geschichte wirklich produziert zu haben. Ja, er liebt die unendliche Geschichte. Also er hat alles davon auch zu Hause. Und es war immer sein großer Traum, das eben als auch Fernsehsendung zu präsentieren. Und heute ist es endlich soweit. Und wir freuen uns natürlich mega darüber, dass das Ganze eben dann auch von Sonnenklar TV ausgestrahlt wird am Heiligabend. Liebe Sonnenklar TV-Zuschauer, wir freuen uns drauf auf den 24.12. Die Vorfreude soll groß sein. Ich weiß, der Marc im Studio, der ist ganz nervös, der wäre gerne heute hier. Ich würde Marc gerne das Buch mitbringen, bringt aber nichts, weil er ja nicht lesen kann. Ne? Ich werde es ihm erzählen. Er soll sich die CD kaufen. Ab heute gibt es ja auch das Album zur Show. Das Album gibt's und lieber Marc, er bringt sie mit und vielleicht signiert er es dir nochmal. Tschüss zurück nach München. Also ich will wirklich alles, aber keine Signatur von Jan Kunert. Also das reicht schon, dass er mein Kollege ist. Da muss man mir jetzt nicht noch in die offene Wunde stechen, lieber Björn. Aber euch einen wunderbaren Abend. Ich weiß, dass es eine ganz, ganz tolle Show werden wird. Und Sie können sie sehen am 24. Dezember, also am Heiligabend, hier ab 18 Uhr bei Sonnenklar TV. Vielleicht vor der Bescherung oder vielleicht sind Sie auch jemand, der sagt, ach nee, Weihnachten verbringe ich auch gerne vom Fernseher. Na, dann laden wir Sie dazu ein, dass hier mit uns zu machen, können Sie sich ja schon mal vormerken. Danke Björn Kasper und Jan Kunert. Viele Grüße in den Zirkus Probst und ja, wir machen weiter hier bei uns im Programm mit den allerbesten Reisen.